Marie, nein, Mia, Marie, so rum, Hanna, Neo, Liam, Lino, Uma und vieles. Ich komme schon durcheinander. Es sind ja eben auch 8 Kinder, die Christian und Nadine Schuh haben. Das Älteste ist 21, die beiden jüngsten Zwillinge sind 7. Und dazu dann auch noch, klar, Katze und Hund. Und schon das Mittagessen, kann ich mir sehr gut vorstellen, ist eine längere Veranstaltung, bis endlich mal alle Kinder von ihrer jeweiligen Schule oder vom Sport zu Hause sind. Echte Großfamilie eben. Und es ist die Frage, ist das die tollste Sache der Welt oder eine tägliche Nervenprobe? Und das werden wir jetzt gleich erfahren. Oh, mir ist der erste Fehler schon unterlaufen, dass ich gerade eben die falsche Reihenfolge. Wenn Sie sich bitte selber kurz vorstellen würden. Ich bin der Lino. Sehr gut. Ich bin Marie. Ach gut, und euer Name. Wobei, jetzt auf diesem großen Familienfoto hier hinter mir, muss man erstmal auch Mama und Papa suchen, weil ihr, und das ist schon auffällig, nicht nur eine sehr große, sondern auch noch eine sehr junge Familie seid. Zwei von euch sind jetzt da. Habt ihr geknobelt, wer heute Abend zu uns in die Landesschau kommt? Ja. Nicht ganz. Sind die anderen damit d'accord, dass sie von zu Hause zuschauen? Ich versuch's mal so. Ja, doch. Und dann die Frage an die Eltern, wo sind die anderen? 1, 2, 3, 4, 5, 6 jetzt? Ja, zum Teil bei Oma und Opa. Die schauen jetzt dann fleißig beim Fernsehen zu. Mhm. Und ja, ein Teil ist auch noch ein bisschen unterwegs heute. Wie seid ihr eigentlich, apropos unterwegs, normalerweise unterwegs, haben wir uns gefragt. Also angenommen, ihr wärt zu 10 auf der Reise irgendwo hin. Wie geht das? Mit 2 Autos. Okay, also klar, logischerweise mit 2 Autos. Eure anderen Geschwister zu Hause oder teilweise unterwegs. Fangen wir bei den Eltern trotzdem an. Ich weiß es schon, deswegen frage ich das nicht, dass das alles so geplant war im Grunde genommen. Gut, jetzt kann man natürlich Zwillinge nicht planen. Wann und wie habt ihr euch kennengelernt und wann entschieden, wir wollen eine Großfamilie, Nadine? Also ich war ein Austauschjahr in Amerika damals und ja, wollte eigentlich Stewardess werden. Und habe immer schon gesagt, weil ich die 3. Generation Einzelkind bin, entweder möchte ich mit der Karriere beginnen oder eben eine Großfamilie. Nur braucht man da ja dann auch einen passenden Partner dazu. Und als ich dann zurückgekommen bin von Amerika und wir uns kennengelernt haben, ja, war erst mal klar, wir wollen einen Weg gemeinsam anfangen. Das ist ja durchaus gerade in jungen Beziehungen so, dass man sich nicht unbedingt darüber einig ist, wie die Familienplanung läuft. Christian, du warst von Anfang an beim Thema Großfamilie dabei? Nein. Aha. Nein, das hat sich einfach entwickelt. Eins kam, dann kam das nächste irgendwann und so weiter, bis es halt dann 8 waren. Wie hat, und ich glaube, also es ist nach wie vor sehr selten so große Familien, ne? 2 Kinder, ja. 3 Kinder, mal 4 Kinder. Wie hat euer Umfeld, Freunde, Familie, die Nachbarn reagiert, als es immer weiter ging? Ja, es ist ganz unterschiedlich. Also es gibt natürlich die sagen, das ist richtig cool. Also in der Großfamilie ist immer was los, da ist immer Leben. Und es gibt aber auch natürlich die anderen, die haben Vorurteile. Und da muss man halt mit umgehen können auch. Aber man reift an der Situation und ja, ich glaube, wir haben mittlerweile einen ganz guten Umgang damit für uns gefunden. Wir dürfen auch reingucken bei euch zu Hause. Wir schauen uns mal an. Also ich habe das Gefühl, ihr braucht eigentlich gar keine Freundinnen und Freunde. Wobei habt ihr schon. Aber ihr könnt tatsächlich miteinander spielen. Oder macht ihr das, sei mal ganz ehrlich, nur weil die Kamera jetzt da war? Ja, die spielen wir immer gerne. Hast du, ich weiß gar nicht, ob man das jetzt laut sagen darf, hast du Lieblingsgeschwister? Nein, nicht, okay. Marie, wir sehen dich auch. Du hast einen Job. Also du hast den Job sozusagen der Aushilfslehrerin zu Hause mindestens. Wie ist das mit der Aufgabenteilung zwischen euch Kindern? Ja, die ist eigentlich sehr gleichmäßig aufgeteilt. Also jeder macht eigentlich alles. Mhm. Also ja, finde ich eigentlich gut aufgeteilt. Habt ihr einen Plan für sowas zu Hause rumhängen? Nicht wirklich, denke ich. Also manchmal passt unsere große Schwester auf uns auf und Mama und Papa sind weg und tanzen oder so. Ja, eigentlich läuft alles ganz gut und so. Ich weiß, dass viele Leute jetzt zu Hause sind und wie ich meine, dreifach Papa, sich fragen,
erzählt ihr mir jetzt Mumpitz, das kann doch gar nicht funktionieren, wenn man so, ich sag mal, von ein oder zwei Kindern hochrechnet auf 8. Ihr habt, das darf ich sagen, zu Hause keine Unterstützung von, ich sag jetzt mal, Personal, was beim Putzen, Backen, Kinder aufpassen hilft. Wie bekommt ihr das hin, Christian? Wir machen alles. Jeder kann alles. Also klar, Backen und Kochen teilen wir uns auf. Ich bin eher der Bäcker und sie ist die Köchin. Aber sonst kann jeder alles. Putzen, Kinder aufpassen, wickeln war auch mal ein großes Thema. Ja. Also da gibt sich niemand irgendwas. Das ist krass. Also dann kann ich nur hoffen, je größer die Familie, desto besser die Arbeitsaufteilung. Weil ich kenne Familien mit weniger Kindern, wo das durchaus immer wieder ein Thema ist, dass man den Leuten klar machen muss, wer was eigentlich macht. Es war aber nicht immer so, dass alles auch für dich vor allen Dingen geklappt hat, Nadine. Magst du uns da kurz verraten, wieso auch in den letzten Jahren deine Gefühlslage war zu dieser Großfamilie oder auch die Aufgaben, die du hattest? Also es war halt so, die letzten Kinder, die sind halt auch schnell hintereinander dann geboren und irgendwann kam dann dieser Burnout für mich, wo ich dann, also wo mein Körper einfach am Ende war und ich eigentlich nur noch wegrennen wollte, weil es einfach nicht mehr für mich funktioniert hat. Du weißt, die Kinder, die sind noch viele, viele Jahre da, weil sie einfach noch klein sind und du weißt auch, du musst funktionieren, aber der Körper streikt irgendwann und das war dann so ein Wendepunkt, wo ich gesagt habe, also so kann ich für mich nicht weitermachen. Wir müssen eine Lösung finden und ich glaube, wir sind da auch auf einem ganz guten Weg gekommen, wo wir gesagt haben, okay, wir suchen uns ein bisschen Unterstützung von außerhalb, dass alles wieder im Lot ist. Und ja, das haben wir geschafft auf jeden Fall. Und mittlerweile gibt es halt auch Aufgabenteilung. Also auch wenn Christian von der Arbeit nach Hause kommt, hat er nicht Feierabend, sondern es geht einfach weiter. Mhm. Und das Tag für Tag. Marie, habt ihr Kinder das mitbekommen, dass die Mama wirklich mal an einem Punkt war, wo es Überforderung gab? Ja, also man hat es nicht immer mitbekommen, aber manchmal hat man es schon so ein bisschen an der Laune gemerkt. Mhm. Und man hat schon gemerkt, dass sie auch manchmal einfach ihre Ruhe braucht. Das klingt erstmal wie in jeder anderen Familie auch. Aber ich glaube, wir können alle mitgehen bei dem, dass es bei euch dann doch ein bisschen entscheidender war. Wie habt ihr wieder rausgefunden oder was habt ihr gefunden, was ihr jetzt anders macht, damit ihr, also ich darf es jetzt mal sagen, insbesondere die Mama auch den Akku wieder so aufladen kann, dass es funktioniert? Ja, natürlich. Also anfangs habe ich mir natürlich erstmal therapeutische Unterstützung dazu genommen und war dann auch eine Zeit lang in der Klinik. Ja, weg von zu Hause. Aber man muss natürlich auch wieder selber seinen Weg finden, in den Alltag zurückzukommen, weil das Rezept gibt einem halt auch niemand. Und da muss jeder selber gucken, was tut einem gut. Und Christian und ich, wir haben dann gesagt, wir müssen einfach mehr Zeit miteinander verbringen, den Alltag bewusster auch gestalten, uns Zeiten setzen, Auszeiten setzen, wo wir alleine was machen. Und ja, dann haben wir gesagt, Tanzen ist doch eine gute Lösung. Da hat man mal eine Stunde nur zu zweit und muss sich natürlich auch auf den anderen einlassen. Mhm. Tanzen funktioniert ja nur mit Führung. Oh ja, da haben wir übrigens auch Bilder. Vorbereitungskurs auf eine Erneuerung des Ehegelübdes. Wenn ich das so richtig kapiert habe, habt ihr im Grunde genommen zweimal geheiratet. Genau. Und hier in der Tanzschule habt ihr noch mal nicht nur aufgefrischt, sondern was gelernt, was ihr dann tatsächlich auch mit nach Hause genommen habt, Christian. Steht das im Stundenplan bei dir auch? Tanzen mit der Liebsten einmal die Woche oder einmal am Tag? Wie kann ich mir das vorstellen? Na, einmal die Woche gehen wir in die Tanzschule und tanzen. Ja. Und wenn es die Möglichkeit gibt zu Hause, dann schwingen wir mal das Tanzbein. Wie findet ihr das, dass Mama und Papa zu Hause tanzen? Ist das nicht cringe? Nö. Das ist okay. Alles klar. Super. Gut. Ihr seid ja, wenn ich das so sagen darf, ihr beide auch noch relativ jung, aber die Familienplanung ist abgeschlossen. Ja. So. Es gibt den ersten Effekt, dass das erste Kind flügge geworden ist. Die Große ist ausgezogen. Ja. Wie fühlt sich das an? Das ist ja auch ein ganz entscheidender Punkt in der Familie. Ja, war ein komisches Gefühl, wenn die erste geht. Und vermutlich habe ich das auch bald ein zweites Mal, dass die Marie, wenn sie irgendwann studieren geht, uns verlassen wird. Zumindest wohnlich, aber ja, man kommt schon damit klar. Man hat ja noch die Kleinen, aber irgendwann trifft uns die Situation natürlich bei denen genauso. Das gehört dazu.
Ich glaube, auch eine Frage, die sich viele Menschen stellen, wie, ich weiß, es ist eine banale Frage und nicht wahnsinnig sexy, aber wie kann man als Familie, es wird alles teurer, Energie, Wohnen sowieso, Klamotten, ihr seht aus wie aus dem Schächtele im Übrigen, also totschick, wie kriegt ihr das finanziell alles hin? Ich darf verraten, ihr habt eigentlich ganz normale Jobs. So. Ja, also es ist schon so, dass natürlich nicht jeder alles immer haben kann, also es manchmal braucht ein Kind mehr, manchmal auch weniger, manchmal kann eins wieder zurückstecken. Es ist schon so, dass wir viel auch über Geburtstagsgeschenke oder Weihnachtsgeschenke dann abdecken oder uns halt auch gerne mal Gutscheine schenken lassen. Wir haben zum Beispiel auch Jahreskarten vom Museum und vom Tierpark und das lassen wir uns dann auf Weihnachten schenken und haben dann auch wieder ein ganzes Jahr was davon, wo wir zusammen was unternehmen können. Das klingt doch wirklich alles sehr schön. Ich danke euch, dass ihr heute bei uns wart. Gruß an die anderen zu Hause, an die 6 anderen. Die sollen nicht böse sein, dass ihr das hier mal erlebt habt bei uns in der Landesschau. Vielen Dank für den Blick in eine 10-köpfige Familie, 8 Kinder, die Schuhs. Dankeschön.